Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Awesome Mods 6. In der letzten Folge haben wir hier unser schönes Terminal-System aufgebaut. Und heute würde ich ganz gerne ein bisschen weitermachen mit den Bienen. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen was gebaut. Und zwar eine Etage können wir jetzt tiefer, und das ist im Prinzip direkt unter unserer Base, unter dem Sand. Da habe ich im Prinzip ein bisschen runtergegraben und habe hier schon mal ein bisschen was ausgehoben. Das soll im Prinzip unser Bienenzucht und Produktionszentrum werden. Und ich werde mal ganz kurz ein paar Steine mitnehmen. Ich dachte, wir könnten vielleicht die Stone Bricks nehmen. Davon haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Jetzt nicht allzu viele, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Und ich dachte mir, theoretisch könnten wir den Boden vielleicht aus dem schönen Stein hier machen. Gucken wir mal ganz kurz. Und im Prinzip Kasten für Kasten hier Bienen hinsetzen. Ich will mal ganz kurz gucken und schauen, wie das Ganze hier funktioniert und wie das Ganze aussieht. So, folgendermaßen. Was haben wir denn jetzt hier für einen Bereich? Hier muss natürlich noch Erde rein, beziehungsweise eigentlich brauchen wir sogar ich glaube, wir hatten ein Buch mit Silk Touch, weil ich würde ganz gerne natürlich Gras da auch reinsetzen für die ganzen Blumen. Wobei, für die ganzen Erze brauchen wir das so oder so nicht. Ja, okay, dann können wir es ja auch theoretisch aus den Blöcken hier bauen. Okay, lass mich mal einmal kurz gucken. Folgendermaßen. Finde ich okay. Nee, ich glaube, das lassen wir. Der Boden kann soweit passen. Noch ein kleines Stück ein bisschen mehr. Denn wir brauchen ja auch ein bisschen Platz in dem ganzen Gehäuse, dass die Biene ein bisschen fungieren kann. Okay. Wenn wir sagen, dass diese Wand hier dann theoretisch dann die Außenwand ist, dann passt das Ganze. Okay. Ich würde jetzt nämlich ganz gerne mal ein Bienenhäuslein mal mit euch zusammen aufbauen. Und dann schauen wir uns an, wie wir das Ganze machen. Okay. Entweder machen wir es 3x3 von innen oder 5x5. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre im Prinzip die Außenwand. 1, 2, 3, 4, 5. Hätten wir im Prinzip so ein großes Häuserlein. Da können wir da im Prinzip... Nee, das ist jetzt nur 4 von innen. Haben wir einen zu wenig gezählt. So wäre es korrekt. Ist schon ziemlich groß, ne? Muss man ja sagen. Das wäre dann die Mitte. Das heißt aber auch, das Ding müsste hier weg. Rein theoretisch. Das heißt, hier könnte man theoretisch eine Front reinsetzen. Ja, das könnte passen. Okay. Ist die Frage, gehen wir auf die Ebene oder nehmen wir diese Wand hier jetzt? Ich glaube, ich nehme diese Wand hier nochmal weg. Und setzen da jetzt im Prinzip auch da mal schon mal Steine rein. Okay. So ein kleiner Bienendungeon könnte das hier werden. Okay, so. Das heißt also, das wäre theoretisch der Raum. Hier Glas davor. Mit einem Eingang, so wie wir im Prinzip auch drüben haben. In unserer alten Base. Okay, folgendermaßen. Machen wir das Ganze mal hier eben kurz zu. Hier nochmal ein bisschen Licht hin, dass es nicht zu dunkel wird. Okay, das heißt, hier kann theoretisch die Biene drin operieren. Und dann brauchen wir jetzt nur noch eben uns das Zeug von drüben auch zu holen. Warum ist jetzt unser System ausgegangen? Weil wir keinen Strom mehr haben. Warum haben wir keinen Strom mehr? Weil es draußen dunkel ist. Oder weil hier nicht gechunkloadet wird. Das kann natürlich sein. Es fließt gerade kein Strom draußen. Warum fließt hier gerade kein Strom, meine Freunde? Okay, sind gerade wieder an Gang. Und es fließt auch gerade wieder was rein. Okay.
vielleicht gerade echt nicht gechunkt wurde hier der Bereich. So, zu den Minen. Auf und zu den Minen. Folgendermaßen. Wir haben ja jetzt hier, haben wir die Gläser dabei. Wir haben natürlich die Gläser für den Bienenfang nicht dabei. Das ist natürlich sehr clever gewesen. Okay. Jetzt sollte, wir können ja stehen bleiben. Heißen die, nee, Jars sind das. Haben wir keine Bienenjars mehr? Okay, das müssen wir kurz ein paar erstellen. Ich nehme mal 4 her. Das sollte reichen. Und ich kann auch mal ganz kurz das hier ablegen. Einmal nach Hause. Wir müssen ja theoretisch die Biene wieder einfangen, die wir hier jetzt noch drin haben. Da müsste jetzt eine Zinnbiene drin sein. Und theoretisch die Sandbiene, die nicht funktionierte. So, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Genau, jetzt haben wir die aus Versehen nicht gehauen. Das ist natürlich nicht so clever. Die eine natürlich ein bisschen Schaden hier genommen. Das hätte man verhindern können. So, nehmen wir noch das Feuer, nehmen wir mit. Das baut sich aber scheinbar komplett kaputt ab. Ja, so noch Charcoal. Dann haben wir hier den Scraper, das gute Ding, das gute Ding und das gute Ding hier. Und dann haben wir alles abgebaut, was wir abbauen brauchten. Was ich noch ganz gerne mitnehmen würde, sind die Mobfilter. Und das Glas lasse ich jetzt erstmal hier. So, und dann können wir theoretisch zurück, natürlich nicht zurück, sondern dorthin zurück. Home New, genau. So, wir hatten jetzt eine Zinnbiene, ne? Richtig? Zinnbiene. Okay. Eine Zinnbiene. Lass uns mal kurz schauen. Wenn wir jetzt Zinn, das ist Platinum Zinn, uns einen Zinnblock erstellen, dann sollte das ja hoffentlich funktionieren. Okay, wir haben alles, was wir brauchen, bis auf Glas. Da kommen wir aber auch zum Glück von hier aus dran. Nehmen wir wieder Dark Glas. Oder ich glaube, ich möchte mehr drin sehen. Dann machen wir Folgendes. Wir machen ein bisschen Luminous Glas. Und nutzen das hier einfach dafür. So, mit dem Luminous Glas können wir jetzt eine schöne Front bauen. Jetzt überlege ich gerade, will ich den Eingang hier haben zum Rein- und Rausgehen? Das sind ja die zwei Mob-Filter fallen. Oder... Was man auch machen könnte, ist, wenn man jetzt sagt, wir haben hier den nächsten direkt dran, dass man die Mobfilter theoretisch so baut und hier noch zwei und den im Prinzip hier als Eingang nutzt. Dann hat man hier eine komplette Front. Ja, das könnte passen. Was wollte ich? Ah ja, Mobfilter brauchen wir noch dann. Ein Augenblick. Also mich gerade einmal ganz kurz minimiert. Mobfilter, genau, das sind diese hier, ne? Brauchen wir eine goldene Pickaxe und ein wenig normalen Stein. Das passt, okay. Gut, dann bauen wir eine goldene Spitzhacke. Und dann haben wir nicht mehr... Ach, Zaun brauchen wir noch. Okay. Für Zaun brauchen wir noch Holz und Planks haben wir doch. Okay. Ein Augenblick. 1, 2, 3, 4. Sollte eigentlich egal sein, was wir da bauen. Ich müsste auch noch 2 Mobfilter haben, aber egal. Ich baue nochmal welche. So war die Idee im Prinzip. Es sollte ja eigentlich reichen. Das heißt, wir können jetzt hier durch und theoretisch hier rein. Das heißt, das hier können wir dann theoretisch schließen mit dem Luminous Glas, wovon wir, glaube ich, nicht genug haben. Aber, wie gesagt, wir sitzen ja hier an der Quelle. Die Höhe reicht genau, um hier auch arbeiten zu können. Dann bauen wir uns noch was und setzen das hier dran. Cool, das funktioniert schon mal sehr gut. Das heißt, hier kann theoretisch die nächste und die nächste und die nächste und so weiter und so fort. Und wir können theoretisch den Apiary jetzt hier hinstellen und graben den noch einen tiefer, müssen jetzt wieder ein Lagerfeuer
Oh Gott, wie war denn das Wort für Lagerfeuer jetzt gerade nochmal? I forgot, I forgot. Wie hieß denn das Lagerfeuer? Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Da ist es. Campfire. Ach, ein Campfire war es. Okay. Haben wir noch Logs? Das wäre jetzt die andere Frage, aber das werden wir gleich sehen. Ein Campfire war das. Okay, das macht ja Sinn. Wo haben wir es denn? Sehe ich das Campfire nicht mehr? Ach, bei mir. Campfire. So, haben wir da noch alles für? Wir haben noch alles für ein Campfire. Super. Gut, das da einmal drüber. Und dann brauchen wir eben einen Building Block. Den nehme ich einfach mal hier, den hier. Und wir stellen den Apiary da mal hin. Nice. Das hier auch mal weg. Und dann sieht man das Ganze auch hier nicht so wirklich brutzeln. Also ein bisschen sieht man es noch, aber okay, wir können das Licht hier mal. Kann man das nicht abbauen? Scheinbar können wir das nicht abbauen, aber mit der Hand geht's vernünftig. Okay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann die ganze Scraper-Mechanik müssen wir noch bauen. Das sollte auch richtig rumgesetzt sein. Perfekt. Die Idee mit dem Redstone-Signal. Die Idee ist, dass wir bloß eine Glock haben. Wenn ich Folgendes mache. Wenn ich das hier drunter setze. Und für den nächsten Apiary. Dann theoretisch hier einfach unten Redstone-Kabel lege. Sieht man es definitiv nicht. Okay. Und dann legen wir hier jetzt noch einen Scraper rein. Und dann sollte das passen soweit. Cool, ich will noch einmal kurz was ausprobieren. Hier im Prinzip, wenn das hier jetzt Blöcke wären, wir kommen hier durch, ne? Genau, das ist okay in dem Fall. Das sind hier im Prinzip unser Maintain-Wartungsschacht dann im Prinzip. Und wir können jetzt theoretisch, das ist die Frage, setzen wir den Block direkt davor oder setzen wir ihn einen rein? Das müssen wir jetzt ausprobieren, wenn ich den jetzt hier hinsetze, ob es noch funktioniert, dass die Biene vernünftig arbeiten kann. Okay, hier ein Zinnblock hin. Und dann, das ist die Sandy Bee, die brauchen wir nicht. Das ist die Zinnbiene. So, meine liebe Zinnbiene. Haben Sie Lust zu arbeiten oder haben Sie keine Lust zu arbeiten? Das ist jetzt die große Frage. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die Zinnbiene müsste eigentlich darauf ansprechen. Tut sie aber nicht. Weder, dass sie in das Haus reingeht, noch, dass sie hier darauf anspricht. Ist ja auch ein Zinnblock. Okay. Ah, sie hat's gefunden. Okay, sie musste erstmal die Gegend scannen. Aber das sieht gut aus. Sie hat auf jeden Fall scheinbar dann das Zinn gefunden. Okay, perfekt. Und ich hoffe auch, dass sie gleich dann theoretisch in das Beehive dann auch reingeht. Das tut sie. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, ob dann das Honey-Level dann noch höher geht. Aber das sehen wir dann ja gleich. Was wir jetzt noch bauen müssen, ist natürlich unser Absorption-Hopper. Den müssen wir noch irgendwo hinsetzen. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Und zwar Folgendes. Das hat ja einen bestimmten Radius, ein 7x7 Area. Frage ist, wenn ich jetzt hier eine Chest hinsetze und diesen Hopper hier oben drauf setze, ich hier einmal ganz kurz eben etwas tiefer grabe, damit ich hier auch Platz habe und da dran greifen kann und das so setze, kann dieser Hopper daraus etwas greifen. Können wir relativ simpel testen, indem ich meinen Magneten hier einmal ausschalte und dann einfach im Prinzip sage, guck mal, hier ist ein Stück Glas. Und das Glas bleibt liegen. Das eine Glas scheint eingesammelt worden zu sein. Ja, das scheint eingesammelt worden zu sein. Aber was hier liegt, das sammelt er nicht ein, was da liegt schon. Okay, das heißt, wir sitzen nur etwas zu weit weg.
Er kann zwar dadurch einsammeln, aber er kriegt es nicht ganz hin. Weil es ein 18 ist kein Radius, dann ist es ein 7x7 Umkreis. Das heißt also genau nur 3 in die Richtung. Das heißt nur bis hierhin. Also hier theoretisch könnte er einsammeln. Aber er kann durch Blöcke hindurch. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Folgendes. Wenn ich das gute Ding dann einfach drunter baue, also wenn wir es verstecken, ähnlich wie wir es mit dem Redstone-Signal machen wollen. So, wo haben wir dann das Feuer? Hier haben wir das Feuer. Wenn ich im Prinzip das gute Ding jetzt mal hier hinsetze und darunter die Chest. Genau. Und da noch einen tiefer gehe. Ah. Perfekt. Ach, ich kann sogar mit einem normalen Rechtsklick. Haha, super. Down Item. Das sieht sehr, sehr gut aus. Show Area. Ah, das ist clever. Das müssen wir machen, damit wir sehen können, wo agiert dieser gute Herr dann jetzt. Ja, das ist perfekt. Das ist genau richtig, wo er arbeiten soll. Das ist genau richtig. Das ist sehr, sehr gut. Eigentlich genau die Area, wo er arbeiten kann. Und das Gute ist, später können wir das Ganze dann dort unten dann alles vernetzen. Das heißt, wir brauchen dann keine Chest mehr, sondern wir leiten das dann später direkt in ein System rein. Aber fürs Erste können wir das theoretisch erstmal so lassen. Es ist nur die Frage, kommt diese Biene jetzt auch nochmal wieder raus? Arbeitet sie nochmal wieder an dem Zinnblock? Und genau, funktioniert das Ganze? Das ist jetzt die gute Frage. Ease down, das wollten wir, dass wir hin machen. Und das war ja auch das, was wir mit der Sandbiene hatten. Die Sandbiene ist auch reingeflogen, kam dann aber nicht mehr raus. Und die Frage ist, woran liegt's? Liegt's an dieser Tier 2 Beehive? Denn wir haben das ja abgegradet und im ersten Beehive lief es ja noch. Oder woran liegt es? Woran liegt es? Also er hat das ja erkannt, das Zinnblock, aber er ist noch nicht wieder rausgekommen. Smoked ist ja. Warum kommt er nicht wieder raus? Warum kommt er nicht wieder raus? Warum kommt die Biene nicht wieder raus? Das ist die gute Frage. Das müssen wir natürlich ein bisschen begutachten und begutäugeln. Aber ich denke mal, an sich kann man das Ganze so lassen. Die Decke muss natürlich noch anders. Fällt mir wirklich gerade auf. Die haben wir natürlich jetzt hier komplett vernachlässigt. So, einen Augenblick. Dann machen wir dann natürlich so im Schnell hier mal einen Fix. Dann brauchen wir eine ganze Menge Stein, um hier unseren Dungeon natürlich auch vollständig auszulegen. So, da setzt einfach mal ein Cobblestone rein. Das brauchen wir da an der Stelle nicht. Bin mir auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt... Ups, den haben wir verbaut. So, ob wir überhaupt hier noch genug haben. Oder ob wir gleich noch ein bisschen was nachbrauchen. Könnte gerade so nicht reichen. Bis auf einen. Macht aber nichts. Stone haben wir auch. Okay, perfekt. So, setzen wir nochmal einen kurz dann hier nach. Okay, dann würde ich sagen, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich muss das jetzt hier noch ein bisschen begutäugeln, ob er jetzt arbeitet oder ob wir noch irgendwas umbauen müssen, ob er noch irgendwas anderes braucht, damit er hier vernünftig arbeiten kann. Aber so stelle ich mir es im Prinzip vor, dass wir hier verschiedene Beehives im Prinzip hier unterbringen. Bin mir noch nicht sicher, ob wir hier vielleicht auch noch einen Gang dazwischen lassen, dass wir noch ein bisschen weiter nach hinten rausgehen können. Ja, aber das ist im Prinzip Sinn und Zweck des Ganzen. Und dann hoffen wir, dass wir hier später eine ganze Menge Zinn rausbekommen und natürlich auch die ganzen anderen Sachen. Und dann brauchen wir hier auch noch einen Raum, wo wir dann im Prinzip züchten können. Und die ganzen Bienen natürlich auch auswachsen können. Aber das war's von der heutigen leichten kleinen Bee-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen
ein Abo oder ein Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.